Moin zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch die neue 360-Grad-Kamera vor von Riolink. Das ist die Altas PT Ultra. Freut euch auf die neueste Technik und dann geht's weiter nach dem Intro. Dieses Video wird unterstützt von Going Bus. Hier habt ihr die Möglichkeiten, verschiedene Abo-Modelle zu abonnieren. Also wie Adobe ist neu hinzugekommen, liegt regulär beim 39,98 herum. Netflix, Spotify, dieser Paramount, Disney Plus. Also ich nutze zum Beispiel Disney Plus und Paramount, um das auch zu testen. Das funktioniert einwandfrei. Nutzt den Rabattcode Dave, dann kriegt ihr 10% über meinen Rabattcode. Ich verlinke euch das in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, geht es jetzt mit dem Video weiter. Erstmal bedanke ich mich bei Riolink, die haben mir das Produkt zur Verfügung gestellt. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt geht's los. Hier sehen wir einmal ein Solarpanel und hier ist die Kamera. Und dann packen wir das jetzt gemeinsam aus und nebenbei erzähle ich euch ein bisschen über die technischen Daten. Ich konnte mir das Produkt schon auf der Funkausstellung in Berlin ansehen, war sehr interessant und es gibt mittlerweile drei verschiedene Solarpanels. Wir fangen auch damit an, bevor wir zur Kamera kommen. Und das gibt jetzt 6 Watt, 8 Watt und glaube ich 10 Watt Module. Und das ist jetzt in zwei Paketen gekommen, was ja nicht schlimm ist. Vorher war das wie bei der Ultra zum Beispiel nur alles in einem Paket. Ein schönes langes USB-C-Kabel. Hier haben wir denn den Haltemast. Und dann, ja, wenn ich das an einem Baum festmachen möchte, hier habe ich noch ein Kabel, eine kleine Verlängerung, sodass die auch wasserdicht sind. Aber das werde ich in einem weiteren Video zeigen. Hier ist die Halteplatte oder Montageplatte. Ja, Schraubwerkzeug, ein Aufkleber, so dass es ein bisschen gepolstert ist. Ich habe es bisher noch nie genutzt. Dann packen wir mal den Karton beiseite. Und das ist jetzt hier ein 6 Watt Modul. Ich komme mal dichter dran. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und ja, das reicht meistens aus. Und dann kommen wir aber zum Hauptgerät. Das ist die Altas PT Pro. 360 Grad Kamera. Ich kann bis zu 512 GB eine Speicherkarte oder ich mache das über einen Home Hub. Dann müsst ihr es über einen Home Hub installieren. Das werde ich euch in einem nächsten Video zeigen, damit das Video nicht so lang wird. Aber erstmal packen wir das gute Stück gemeinsam aus. Hier seht ihr auch das neue Logo von Riolink. Das wurde ja auch auf der Funkausstellung gezeigt. Dann holen wir das Ganze mal raus. Hier ist ein bisschen Papierkram. Hier ist der Aufkleber. Dürft ihr nicht vergessen oder sollte man nicht vergessen. Gibt es in mehreren Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Hier ist 24/7 Videoüberwachung. Hier ist die Platte oder die Montagehilfe. Ob man das nun braucht, weiß ich jetzt nicht, aber ist dabei, finde ich auch sehr gut. Jetzt holen wir das gute Stück mal hier raus, das ist sehr groß. So, hier, die ist sehr massiv, also hier ist auch eine neue Akkutechnik mit 20.000 mAh drin. Ja, sonst ist der Karton jetzt hier alle oder leer. Und hier haben wir noch die Halterung aus Metall. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Oder wenn ihr das dann klar an einem Baum oder einem Mast festmachen möchtet, wo ihr nicht bohren dürft oder könnt, dann gibt das hier so eine Schnalle oder ein Gurt. Und hier ist USB-C auf USB-C.
Und wie immer dabei Dübel und Schrauben. Und das zeige ich dann euch auch in einem nächsten Video. Ja, das ist das gute Stück. Auch mit dem neuen Logo hier drauf. Und das ist 4K-Technik. Und arbeitet auch mit dem 4K Color X Night Vision, sodass man auch bei Nacht sehr farbgetreu ist. Hat natürlich Vorteile, wenn man irgendwas verfolgen möchte oder muss sogar. Hier ist noch alles aufgeklebt zum Schutz. Nehme ich mal ab. Also ich habe ja schon einige Produkte von Riolink getestet. Also das ist richtig, richtig gut verarbeitet. Also die Qualität ist noch besser. Hier seht ihr die Linse, hier ist die LED-Technik. Hier ist bei der einen Lampe leuchtet das rot, bei der anderen blau, dass ihr seht, dass die am Arbeiten ist oder vorhanden ist. Also das sollte jetzt im Lieferumfang sein, nur bei der Kamera. Das Gerät selber, die Halteplatte oder Montagehalterung, der Gurt, den hatte ich euch ja schon gezeigt, die Montageschablone, Kurzanleitung, den Überwachungsaufkleber und Schraubenpaket. Ja, hier könnt ihr die App runterladen, sofern ihr die noch nicht habt. Ich gehe mal hier nochmal kurz ran. Hier habt ihr die Möglichkeit, USB-C anzuschließen für Strom, beziehungsweise das Solarpanel anzuschließen. Und hier kommt die SD-Karte rein. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Wenn ihr einen Home Hub habt von Riolink, dann habt ihr ja schon Speicher, dann müsst ihr das hier nicht reinmachen. Das wird dann automatisch auf dem Home Hub, der mit 1 Terabyte betrieben werden kann, also mit 2x512. Und dann, ja, das reicht auch. Ja, was soll ich dazu sagen? Tag und Nacht. Nacht soll fast genauso aussehen wie tagsüber. Wie ihr seht, ist jetzt auch nur noch eine Antenne verbaut. Bei den meisten anderen waren bisher mehr 2 Antennenstäbe und arbeitet im Wi-Fi 6 und ist Dualband. Das heißt in 2,4 und 5 GHz. Ja, hier könnt ihr sehen, das ist die Linse. Das ist Spotlight, was ich schon gezeigt hatte. Das ist der Tageslichtsensor. Das ist die PIR-Linse. Hier ist der Lautsprecher verbaut. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen oder erkennen. Ich komme mal so dicht wie möglich rein. Da, wo ihr die Löcher seht, das sind ihr Mikrofone oder das Mikrofonloch. Hat natürlich auch die Auto-Tracking-Funktion. Also Montagehöhe sollte so circa 2 bis 3 Meter sein. Erkennungsabstand zwischen 2 und 10 Metern. Und es wird dann auch zwischen Autos, Personen und Tieren unterschieden. Also das kann man auch dann einstellen über die App selber. Das zeige ich euch dann auch. Und hier oben ist dieser 20.000 mAh Akku verbaut. Also sehr, sehr lange. Bis zu 8 Tage ist die Speicherung der Daten bzw. des Film- oder Bildmaterials. Und bei der Einrichtung empfehle ich erst drinnen nur die Kamera einzurichten mit dem WLAN. Dann könnt ihr, wenn das einmal aktiv ist oder aktiviert ist, draußen die Montage fortsetzen. Denn existiert schon die Verbindung. Umso dichter dran, umso schneller geht das Ganze. Aber das zeige ich euch dann alles im nächsten Video. Und dann würde ich sagen, das soll es ja auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDev.